Hallo und herzlich willkommen zurück zu Viva Let's Play FIFA 13 und wir spielen gegen Everton im Halbfinale des Capital One Cups, der fälschlicherweise vor einiger Zeit von mir auch FA Cup genannt wurde. Da waren wir nämlich eben in der dritten Runde. Nun sind wir jetzt im Halbfinale des Capital One Cups, der ja was völlig anderes ist. Warum auch immer niemand mich deswegen berichtigt hat. Schauen sich zu wenig Leute das wahrscheinlich zu oder zu wenig Nörgler. Ich weiß jetzt nicht, wen ich jetzt mehr bestrafen soll. Egal, niemanden bestrafe ich. Ich bestrafe mich selber höchstens. So, wir haben die Trainees durch. Dementsprechend lassen wir jetzt auch mal ein paar Trainees hier nochmal durchluschern. Nämlich Woodwell mit der Verteidigung. Wir haben den ja als Innenverteidiger jetzt mittlerweile drinne. Warum sollten wir ihn dann nicht irgendwie noch anders machen lassen? Und Ballkontrolle. Nastasic machen wir mal Ballkontrolle. Dann machen wir Askert Ballkontrolle. Klar, die brauchen das auch. Und Flashman hat eine große Ballkontrolle. Das ist super. Was hat denn Flashman noch nicht so viel? Was denn? Schießen? Ne, Schießen hat Flashman nicht so viel. Dann lassen wir ihn das mal trainieren. Was haben wir hier? Richards haben wir auch einen ziemlich hohen Wert. Dann lassen wir mal mit Tempo ein bisschen trainieren. Ja. So ist das. So ist das, so ist das. So, Torhüter. Torhüter können wir mal alle drei trainieren, weil wir die ja auch nicht benachteiligen wollen. Ja, vier Spiele noch eigentlich so für diese ganzen Sachen. Hier haben wir lediglich, ja okay, wir haben fünf Spiele, das heißt, wir müssen uns nicht irgendwie große Sorgen machen über die Transfers. Ihr könnt immer noch entscheiden, ein bisschen. Ich würde mal sagen, nach dem Dortmund-Spiel, ja genau. Oh, Entschuldigung. Nach dem Dortmund-Spiel werden die letzten Transfers getätigt. Das heißt, also ihr habt jetzt diese Folge noch Zeit und nächste Folge noch Zeit zu entscheiden, ob wir jetzt neue Transfers noch tätigen sollten oder nicht. Ich schau mal, wie viele Transfers wir überhaupt noch möglich haben, weil das ja, ach so, nach fünf Spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Transfers wir noch möglich haben. Kaufen. Das will ich ja erstmal jetzt hier. Doch, fünf. Wir haben noch fünf Transfers noch möglich. Also fünf Spieler entweder verkaufen oder kaufen. Oder drei, oder auf jeden Fall, dass wir auf fünf kommen. So. Weil in der nächsten Saison haben wir ja dann genug für Neues. Also, jetzt haben wir genug gelabert. Los geht's mit dem Spiel. Everton. Lassen wir mal in Schwarz spielen. Und Everton mit einem verletzten Mann, Osman. Ja, wer wird für Osman spielen? Ich kann's nicht sagen. Howard im Tor. Persönlich meine englische Nummer 1, aber nun gut, lass den englischen Nationaltrainer ruhig das überlegen, was er machen möchte. Wir schauen mal auf das Halbfinale Hinspiel in Manchester. Wie es ausgehen wird, ist offen. Los geht's mit dem Spiel. Und Anpfiff. So, wie hoch ist der Druck? Dzeko testet schon mal Howard. Erste Chance. Erster Eckball. Nach 3 Minuten. Warum auch nicht? Flashman verliert den Ball. Das Zweikampf. Verhalten anscheinend nicht so gut. Gibton. Na, Flashman holt sich den. Dzeko zieht nicht dran vorbei. Nasri. Flashman. Negredo. Und Ibrahimovic knapp drüber. Hat er knapp drüber gezogen. Schade. Minuten gespielt. Es steht noch 0 zu 0. Und wir sind im Halbfinale. Hinrunde.
Es gibt ein Hinrundenspiel und ein Rückrundenspiel. Das heißt, in diesem Spiel muss nicht unbedingt einer der beiden gewinnen. Es wäre hingegen ein bisschen schön. Pina. Jedunski. Naval. Jetovic, nicht Jedunski. Jetovic. Heute Ersatz. Und Freistoß. Ja, das war zu hoch. Und aus. Warum auch immer der ihn jetzt ins Aus gelassen hat. Schleini. Und macht er das? Nein. Jedovic. Macht ihn nicht. Ibrahimovic. Schleini. Und heute machen sie es alle, versuchen sie es alle mit Lupfern. Aber mit Lupfern kriegst du den Hart hast du lediglich mit Arsenal gegen Lupfern irgendwas anrichten können, klar. Aber einer Schawin ist man eben nicht. Dafür versucht Dzeko gegen Howard und scheitert. 0:0 wird es doch der Halbzeitstand. Nasri. Dzeko. Gibson. Coleman. Naval. Ibrahimovic. So der springende Erfolg hat den Ibrahimovic jetzt auch bislang hier nicht vollbrachen können. 0:0 zur Halbzeit. Dann richten wir mal den Pausenteer an und schauen mal, ob sich was ändern könnte in der zweiten Halbzeit. 0:0 zur ersten Halbzeit. Ist man schon im Gedanken beim Freundschaftsspiel gegen Dortmund? Fellaini. Fellaini. Ah, super Versuch. Aber Hart kann parieren. Eckball. Bislang die Fans auf einer Seite mit sehr viel Fußball. Auf der anderen Seite noch gar nichts wirklich zu sehen. Pina. Zu hoch. Zu hoch angesetzt hat er ihn. Sonst wäre es die Führung gewesen. Anscheinend ist Manchester City wieder anfällig heute. Ibrahimovic. Dzeko. Naval. Gibson. Flashman. Ibrahimovic. Negredo. Dzeko. Und Führung! Da ist sie! Die 1:0 Führung für Manchester City. Howard ohne Chance. Eins zu null nach fast einer Stunde. Ibrahimovic. 2:0. Also der Knoten ist anscheinend geplatzt. Das Team ist jetzt wohl fit genug. Oder Everton zu durchschaubar? Vielleicht ist Everton auch ein bisschen erschlagen. Wer weiß das schon so genau?
Wir können nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Zumindest haben wir ein schönes Tor von Ibrahimovic hier. Und ja. Das 2:0 nach 66 Minuten. Manchmal ist das auch so, dass eine mangelnde Konzentration dementsprechend für Gegentore sorgt. Naval. Und Hart, der hier völlig konzentriert noch im Tor steht. Gibbs. Pinar. Pinar. Und der war leider zu weit. Abstoß vom Tor von Manchester City. Würden hier noch zwei Tore fallen für Everton? Das liegt in der Luft. Mit 2:0 kann man ganz gemächlich eigentlich in die Rückrunde gehen, in das Rückspiel. Mit dem 3:0 wahrscheinlich mehr, denken sie sich. Ibrahimovic. Naval. 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Aber anscheinend will man hier doch nicht mehr das Tor machen. Man spielt so ein bisschen hin und her. Ein bisschen aufbauen. Oder einfach nur einen Flügelwechsel. Ibrahimovic. Dzeko. Und das 3:0. Da hätte man gar nicht erwartet, dass er jetzt das nächste Tor macht. Und dann macht er es doch noch. Langsames Spiel aufbauen. Funktioniert doch auch. 3:0. Ja, da muss Everton in der Rückrunde aber richtig einen Zahn zulegen. Weil sonst wird es eng mit dem Finale. Dzeko. Dzeko. Und da setzt er nochmal das 4:0. Den Schlusspunkt in dieser Partie. Ich vermute mal, dass der Schiedsrichter das Ding entweder nicht mehr anpfeift oder es lediglich noch ein bisschen ausklingen lässt. Wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall ein schönes Tor von Dzeko. Und das auch noch von der Ferne. 4:0 lässt es zwar noch anpfeifen. Aber kurz danach ist Abpfiff. 4:0 das Hinrundenergebnis. Wie das Rückrundenergebnis sein wird, das erwarten wir in einigen Tagen im Rückspiel in Everton. So, das andere Spiel ist zwischen Stoke City und Sunderland unentschieden 1:1 ausgegangen. Das heißt, Sunderland hat momentan einen leichten Vorteil durch das eine Tor. Bei einem 0:0 ist Sunderland weiter. Beim Sieg von Sunderland ist Sunderland weiter. Und bei einer Niederlage von Sunderland ist Sunderland draußen. Oder bei einem mehr als 1:1 unentschieden. Also 2-2, 3-3 oder. Beim 1-1 würde es in die Verlängerung gehen. Wir sehen das Spiel sowieso nicht. Unser Spiel haben wir 4:0 gewonnen. So, das nächste Spiel ist das Testspiel gegen Borussia Dortmund. Wir sehen uns, hören uns dann zum nächsten Spiel wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.